Aloha, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück im Aloha Tierpark, dem besten Zoo aller Zeiten. Und ja, das letzte Mal hatten wir ja wieder mal eine Herausforderung gemacht. Hier haben wir noch, warte mal, wie war das mit den Herausforderungen? Tierauswilderung. Achso, ja, das schaffen wir ja definitiv, wenn wir es nicht vergessen. Zufriedene Besucher sollten wir eigentlich auch packen. Aufzuchtprogramm, das geht wahrscheinlich in die Hose. Ja, ist nämlich nicht noch 20 Minuten, aber wir haben erst ein Tier und unser Zoolimit ist schon eng, hart am Limit. Ich habe euch ja eine Folge vorenthalten und da habt ihr, glaube ich, nicht gesehen, wie wir die Bindhorungs hier gekauft haben. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, weil, ja, ich habe es ja das letzte Mal erwähnt. Hier sind die Bindhorungs. Ja, ich habe es aus Versehen gelöscht. Nachdem ich es gerendert hatte, aber die gerenderte Datei hatte einen Fehler und deswegen hat es dann nicht so geklappt, wie es sollte. Leider konnte ich es nicht mal hochladen und leider war die Datei eben gelöscht, ne? Tja, was willst du machen? So, was wir jetzt mal machen, wir holen mal hier aus, was ist das Tropengroß, ne? Da sind ja nur noch die Schimpansen drin, die Elefanten sind ja weg. Aber wir haben zwar die Sri Lanka-Elefanten. Ja, hier die Schimpansen, da ist noch der Bonobo-Schimpanse, dieser Albino und noch die anderen auch. Tierstufe, mal gucken, da sehen wir nämlich, wo die Tiere eigentlich sind. Da sind ein Haufen Elefanten, Elefanten, Affen, Bonobo-Schimpansen. Ja, und den Albino, ja, würde ich eigentlich ungern hergeben, aber ich möchte eigentlich auch keine weiteren Bonobo-Schimpansen, so dass wir mal eine neue Art auch dort reinbauen können. Das war nämlich so ein Wunsch. Ach, apropos, warte mal, ich muss mal kurz gucken, wo der Block ist. Ich habe mir alles notiert, die ganzen Wünsche. Es sind ja doch einige mittlerweile. Und auch einige, die ich schon erfüllt habe, habe ich mir auch notiert. Zum Beispiel war hier der Löwe, der Simba heißen sollte, das kam von Stefan. Und auch die gelbe Anaconda, die wir dann ja in den Zoo integriert haben. Der Wunsch kam auch von Stefan. Vielen Dank für deinen Kommentar und dass du dich hier beteiligst. Das freut mich. Und genau das gleiche gilt auch für die anderen, die ich jetzt erwähnen werde. Nämlich WhatsApp zum Beispiel. Der hat einen haufenweise Vorschläge gemacht. Werde ich auch noch in die Tat umsetzen. Nach und nach. Was haben wir noch? Lunatic. Der hatte das Nashorn, der oder die, hatte das Nashorn Pupsi. Glück, Panzerhorn, Ruby im Gehege, Grasland, Mittel ist recht schick. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht für unser Aufzuchtprogramm. Bevor ich jetzt weiter hier vorlese, komm, ich muss schnell, muss das hier machen. Nee, wo ist die Aufzuchtstation? Ja, hier. Personal. Gucken, ob da einer in dem großen, in dem Tropengehege ist. Ich weiß es nämlich nicht genau. Ich will dort nämlich keinen drin haben. Tropenmittel, Tropengroß, ja, Doris. Dass wir nicht noch mehr Bonobo-Schimpansen hier. Glückwunsch, Sperberlöwe. Ah, ist groß und ausgewachsen. Cory. Machen wir jetzt in die gemäßigte Waldzone. Mehr haben wir ja auch nicht momentan. Oder also beziehungsweise, ja, wir haben es schon. Haben wir eigentlich von allem was in dem Bergland haben wir keins, ne? Ja, da müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir irgendwann diese mittlere Tropen hier weg und machen dafür ein Bergland. Dass wir eigentlich alle Gehegearten haben, dass wir da ein bisschen variieren können. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das sind, was ist da drin? Die Königstiger, ne? Und die haben, welche Stufe haben die? Alle 3, 15. Wisst ihr was? Die wildern wir aus. Die wildern war aus. Ja, lassen wir sie in die Freiheit. Nämlich. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir da jetzt noch eine andere Tigerart, die in den Tropen heimisch ist, reinmachen. Oh, schöne Bilder noch von diesen Löwen. Da müsste auch der Schurke ja noch dabei sein. Tier in die Freiheit entlassen. Ja, okay. Ah, ne. Der Benny, nicht der Schoker, der Benny. Und den haben wir jetzt in die Freiheit entlassen. Benny, jetzt bist du in der Freiheit. Benny war übrigens der Erste, der den Tieren einen Namen gab. Hier in unserem Zoo. Das muss man nochmal erwähnen. Lulu noch. Ja. So, und dann kommen die in die Freiheit. Und da bin ich schon am Überlegen, ob wir das Drogengehege nicht sofort abreißen.
mal gucken, weil wir gerade mal hier Tiere ansehen. Nee, nicht ansehen, nicht ansehen. Neues Tier adoptieren. Gucken wir mal, ob wir noch Tiger haben, die nur in den Tropen heimisch sind. Dann könnten wir die nämlich noch machen. Es gibt ja auch andere hier im Bergland zum Beispiel. Wenn wir ein Bergland hätten, dann. Ja, hier haben wir aber noch einen Tropen und noch einen Tropen Tiger. Dann würde ich sagen, dann machen wir zunächst diese zwei, und ganz am Schluss später, wenn wir die zwei in den Tropen hatten, machen wir dann den sibirischen Tiger im Bergland. Da machen wir nämlich hier ein Bergland draus. Und dann machen wir hier mal die Studie malaysischer Tiger. Erforschen wir auch direkt danach den südchinesischen Tiger, dass wir das einfach hinter uns haben. So, und das Zoolimit, das ist natürlich schon prächtig, dass das ja so hoch ist. Das gefällt mir jetzt nicht. Müssen wir mal gucken, was müssen wir hier, ma nee, hier machen? Taiwanesischer Schwarzbär. Den haben wir gekauft. Ja, das habt ihr gesehen auf jeden Fall, als wir den gekauft haben. Da oben. Ah, das war das Grasland mit den. Wo sind die Bären? Hey, hier steppt der Bär. Ah, hier ist er. Oh, Speedrun. Ja, nicht so richtig getroffen, aber egal. Ja, komm, mach. Lähmt das. Och, das wäre ein cooler Moment. Glückwunsch, der Königstiger Baxter. Jawohl. Komm. Mach schon. Jawohl, das Foto. Ach so, man wusste sogar einen Jungen fotografieren. Das wusste ich nicht. Das ist cool. Was haben wir denn hier? Die Tierfalt war. Ach, die Tierfalt, ja, die Tiervielfalt. Oh, und nochmal ein Löwe ist trächtig. Die Berberlöwen, die gehen aber auch ab hier, oder? Zoowärterzentrale. Glückwunsch, Königstiger Lulu. Jawohl, ist auch angekommen. Dann sollte das jetzt frei sein. Verbessern wir das hier. Und dann erforschen wir gerade noch den neuen Tiger. Erforsche den Tiger in dir. Und adoptieren dann auch gleich. Dazu noch diese neuen, was hatten wir? Malaysische Tiger. So, da gucken wir doch mal. Ja, den Hüvel und die Kiki. Ja, komm, das mal auf mal. Tiere, ja. Ich bin noch ein bisschen irgendwie durch den Wind. Drückt mich ab und zu ein bisschen. Weiß auch nicht, was heute los ist. Irgendwie kann ich mich nicht so richtig. Kiki ist nicht mehr da. Oh, dann holen wir eben Flicker. Flicker, Flicker. War das überhaupt der richtige Tiger? Oh oh. Oh nee, ich weiß, ich bin heute durch den Wind, deswegen. Und habe ich jetzt nicht zwei verschiedene Tigerarten hier reingesetzt? Ich glaube nicht. Auch wenn wir schon dabei sind, da können wir den sibirischen Tiger ja auch gerade erforschen. Was soll's. Nee, das müsste eigentlich richtig gewesen sein. Malaysischer Tiger, ja. Hey, können wir zwei Tigerarten hier reinmachen? Rein theoretisch sollte das doch gehen, oder? Wie viel Platz ist denn hier in dem Gehege auch? Sechs, ja. Und die Tigergruppengröße ist doch zwei, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Tiger, malaysischer Tiger. Gruppengröße, ja, zwei. Und dann hätten die sogar noch die Chance, jeweils ein Kind zu machen. Was haben wir erforscht hier? Den südchinesischen Tiger, ja. Da könnten wir nicht, ja, auch zwei. Wenn das geht, dann machen wir das gerade. Also ist schon wieder ein Norris unterwegs. Und das geht. Glückwunsch, im Gehege droben groß wurde Bonobo-Schimpanse Liam geboren. Liam Neeson. Obi-Wan Kenobi. Nein, Qui-Gon Jinn, sorry, 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 sorry. Schande, Schande für alle Star Wars-Fans. Südchinesischer Tiger Norris noch, genau. Boah, der Norris geht immer. Norris ist ein Winner. So. Herausforderung. Aufzuchtprogramm. Das heißt, es sind jetzt zwei. Es wird aber trotzdem eng. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Tierfotograf, was sollen wir machen? Wurde Marcel Löwe Abby geboren. Ja. Da haben wir schon mal drei Tiere, ne?
Binderung, nimm ein gutes Foto, Intro-Qualität. Trotzdem wird es eng mit der. Ah, unser Zoolimit ist voll. Das heißt, jetzt geht wieder nichts. Müssen unbedingt ein paar Schimpansen loswerden. Auch wieder mal ein schönes Foto, aber nicht so schön, dass wir es behalten möchten. Weil man die irgendwie nicht so richtig darauf erkennt, leider. Aber es reicht für die Herausforderung. Ja, jetzt ist die Frage, wie können wir noch Platz schaffen? Tierstufe mal gucken. Hier haben wir noch 15er. Was ist das? Lass mal die vorläufig vielleicht mal wegmachen. Das könnten die grünen Insel-Leguane sein. Ist das überhaupt ein grüner Insel-Leguan? Hier machen wir einfach mal ein Foto und behalten das mal. Von denen haben wir dann schon ein paar, glaube ich, wenn das grüne Insel-Leguane sind. So, und jetzt gehen wir einfach mal auf Speichern. Ja, Aloha Tierpark. Okay. Weil jetzt ja doch ein paar Babys gezeugt wurden und so. Da gucken wir mal hier, was wir neu haben. Nix. Doch, Giraffe. Ja, das war aus dem Herausforderungsmodus. Zeige ich euch mal noch kurz, falls ihr das nicht gesehen habt, die Herausforderung. Oh, hier, ja. Alle haben weggeguckt, als ich auf den Auslöser gedrückt habe. So wie immer, diese bösen Giraffen. So, und hier haben wir noch. Bup, bup, bup. Ja, Leguane haben wir ein paar Bilder. Ja, das wollte ich eigentlich gucken, welche Leguane das waren. Müsste normal der standardgrüne Insel-Leguan sein, ne? Es gibt ja zwei verschiedene. Ja, noch den grünen Leguan. Den haben wir aber noch nicht. Dann heißt das, wir verkaufen hier mal kurz. Also, was heißt verkaufen? Wir schicken diese Tiere mal in die Freiheit. Tiere ansehen. In die Freiheit entlassen. Yo. Ja, wunderbar. Und Tiere ansehen. Tier auswählen. In die Freiheit entlassen. Ja. So, das Zoolimit. Ihr seht, es geht wieder ein bisschen runter. Es ist schon ein bisschen nervig. Wir haben auch sehr viel Nahrung und so hier drin. Oh, Samir, können wir verbessern. Und das, ja, das ist jetzt natürlich nicht einfach. Was machen wir hier? Hier haben wir auch zwei 15er drin. Was ist das? Ach, Löwe. Glückwunsch, in der Tundra-Mittel wurde Albino-Eisbär Duncan geboren. Oh, ein Albino-Eisbär. Und wir suchen die Tundra. Da haben wir einen speziellen Eisbären. Dauert ein bisschen, bis wir den sehen, wahrscheinlich. Oder ist er schon da? Da sehe ich ihn doch, oder? Ja. Oh, da kommt er direkt gerutscht. Ja, was ist jetzt am Albino-Eisbären? Ja gut, der Albino-Eisbär ist weiß, aber ein normaler Eisbär auch, oder? Hat der jetzt rote Augen oder was? Das Foto gefällt mir nicht. Komm, guck doch mal hierher wenigstens. Solche spezielle Rassen sollten natürlich auch spezielle Fotos haben. Komm schon, guck. Guck. Hey Russ. Oh, er gähnt. Oh, das ist cool. Oh, hat ja eine. Hat, reißt er das Maul auf, mein lieber Mann. So, jetzt gucken wir mal kurz. Alben. Tiere. Bären. Haben wir jetzt nämlich ein drittes Foto. Und zwar hier den Albino-Eisbären. Ja. Crazy. Ja, wie gesagt, vielleicht sieht man, wenn er groß ist, einen Unterschied gegenüber den anderen Eisbären, aber ansonsten kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Wir speichern gerade wieder, weil nach so einer Geburt möchte ich jetzt speichern, nachdem ich das letzte Mal diese besondere Farbvariante ja verloren habe. Weil ja da der Crash war. Gerade als ein Zoff, Masai-Löwe oder wie auch immer. Und Masai-Löwe ist auch das Stichwort. Wir wollten nämlich gerade noch ein paar Masai-Löwen hier in die Freiheit entlassen. Masai oder Berber, egal. Ja, je nachdem, was eben Level 15 hat. Und da sind ja einige drin. King. Ist immer noch ein Baby, aber schon Level 11. Wow. Freddy ist. Oder Simba. Also Simba ist ein Masai-Löwe, ne? Und der andere ist ein. Der King ist ein Berber-Löwe.